Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Diesmal mit einer eher mauen Bücherwoche, wie ich finde. Nicht was den Umfang des Lesens betraf, sondern eher die Bücher, denn es sind tatsächlich zwei abgebrochene Bücher in dieser Bücherwoche. Das ist ja doch eher selten, dass ich in der Woche so oft, so oft ein schlechtes Buch beginne und merke, hups, das ist doch nicht so deins. Dementsprechend gibt es drei ein Drittel Bücher und das Drittel bezieht sich eher auf den Basar der bösen Träume, weil ich da ja in dieser Woche auch wieder drin gelesen habe. Dann gibt es einen Musiktipp von mir, ein neues Album ist herausgekommen, was ich direkt abgöttisch liebe. Es ist der Sieger der Leseclub-Umfrage für das Oktoberbuch, nun auch endgültig, das stelle ich euch auch kurz vor. Dann möchte ich was zur zweiten Staffel von The Paradise erzählen, die ich in dieser Woche angeguckt habe. Und dann habe ich etwas sehr Interessantes in einem so einen Euroladen entdeckt und das möchte ich euch natürlich auch noch zeigen. Wundert euch nicht, wenn es im Hintergrund so knistert und knattert. Ich habe heute meinen Kamin schon relativ früh am Tage an, damit es dann einfach, wenn ich Besuch bekomme, es schön warm ist. Und was sollte das ein bisschen lauter sein? Ihr wundert euch darüber nicht. Und ich denke, wir fangen jetzt einfach mal so ein bisschen an mit den Büchern der Woche. Gehört habe ich am Wochenende Sungs Laden von Karin Kalissa. Ein Buch, das mir jetzt schon ein paar Mal über den Weg gelaufen ist, sowohl bei Audible wie bei Lovely Books und auch auf Amazon, so bei den Empfehlungen. Und mich das Cover sehr angesprochen hat und dann auch die Idee. Und ich am Wochenende so ein bisschen Lust auf Hören hatte, auch so ein paar Sachen gemacht habe, wo man eben besser hören kann als lesen. Und dann hatte ich dazu gegriffen. Dann haben wir ab Montag im Lavendelgarten von Lucinda Riley gelesen. Und nach vier Abschnitten, man sieht auch noch, wo das Lesezeichen drin steckt, habe ich das Buch leider abgebrochen. Dann habe ich parallel ein E-Book gelesen, Liebe findet uns von G.P. Monninger. Ein Buch, das mich sehr angesprochen hat vom Klappentext und es so ein bisschen eine Art Roadtrip. Und wir wandeln auf dem Pfaden, ich glaube vom Großvater von ihm, in so einem Reisetagebuch. Und auch das habe ich leider abgebrochen. Und relativ viel geschafft habe ich diese Woche im Basar der bösen Träume. Da ist jetzt gar nicht mehr, ich glaube noch 200 Seiten habe ich übrig. Ich habe versucht, jeden Tag eine Geschichte zu lesen und bin da auch wirklich sehr, sehr gut vorangekommen. Habe auch teilweise zwei Geschichten dann lesen können, als ich dann eben beschlossen habe, dass ich das ein oder andere Buch abbreche. Und aber wir starten natürlich wieder von vorne wie gewöhnt von mir. Und zwar Sungs Laden von Karin Kalissa ist ein Buch, das dieses Jahr im Januar im Drömer Verlag erschienen ist. Kostet gebunden 20 Euro, als Taschenbuch 10 Euro. Und bei Audible war es für einen halben Gutschein zu erhalten. Hat ungefähr 250 Seiten und eine Hörzeit von knapp 6 Stunden. Und wurde gesprochen von Martin Baltscheid, den ich wirklich auch sehr, sehr angenehm fand, wie er das vorgelesen hat. Es war jetzt nicht überragend gut, aber doch relativ angenehm. Man konnte ihm gut zuhören und auch der Geschichte sehr gut folgen. Ja, der Roman spielt in der heutigen Zeit in Berlin, genauer gesagt am Prenzlauer Berg. Und es steht hier im Vordergrund eine vietnamesische Familie, die zu DDR-Zeiten als Arbeitskraft eben aus Vietnam nach Deutschland in die DDR gekommen sind, beziehungsweise auch geholt wurden aus der DDR. Und die Wende 1989 macht ihnen doch ein bisschen zu schaffen, denn es hat sich eben viel verändert und auch ihr Leben hat sich sehr verändert. Und in der Schule von Min, das ist der Sohn der Familie, gibt es wegen einer Drangsalierung, die vorgefallen ist an Gambianern, ein Fest für Toleranz, ein Fest, wo alle Kinder mit Migrationshintergrund eben ihre Heimat vorstellen soll. Und eben so das Gemeinschaftsgefühl auch gestärkt werden soll. Und Min hat jetzt eben die große Aufgabe, etwas Großes aus Vietnam vorzustellen. Es darf nichts Gekochtes sein, das wäre zu einfach. Und nachdem sein Vater nicht so recht weiß, was er ihm mitgeben soll, schickt er ihn zu seiner Großmutter.
und mit einer großen Holzpuppe, ja, gewappnet, ja, geht Min zusammen mit seiner Großmutter dann eben in die Schule und erzählt eine Geschichte. Mir hat die Geschichte gut gefallen. Es war jetzt nicht das so richtig, was ich erwartet hatte. Ich hatte auch anhand des Klappentextes doch so ein bisschen eine andere Vorstellung. Man hat hier schon eher das Gefühl, dass man zwar in der Jetztzeit ist, aber man doch in einer Utopie oder diese Schule eine Utopie darstellt. Denn viele Dinge passieren, die ich mir zwar wünschen würde, aber ich mir tatsächlich nicht vorstellen kann, dass die in so einer Geschwindigkeit und auch in der heutigen Zeit so passieren würden. Und damit bin ich überhaupt nicht pessimistisch veranlagt, weil das glaube ich tatsächlich bin ich nicht. Aber es gab einfach so Dinge, wenn nach einem Vortrag irgendwie alle Schüler die gleiche Mütze tragen wie Min und alle auf einmal ihre Eltern dazu bekehren, nur vietnamesisch zu essen. Das ist schon fast eine Spur zu weit hergeholt. Und ich habe das Buch, die Geschichte, so ein bisschen märchenhaft empfunden. Ich hatte so das Gefühl, dass man eben schon ein modernes Märchen schaffen wollte, in dem man eben einen sehr einfachen, schönen Weg geht, um eben ja Hoffnung in die Welt zu bringen. Und das hat mir zwar gut gefallen, war aber in Anbetracht, dass es eben Gegenwartsliteratur ist, doch ein bisschen realitätsfremd. Und ich hatte manchmal so das Gefühl, gucken die alle gerade die Nachrichten? Hat die Autorin überhaupt kriegt die mit, was auf der Welt passiert? Und ja, vermutlich weiß sie es und hat genau das Gegenteil dazu gemacht. Und das hat schon irgendetwas Schönes. Also ich fand wirklich dieses Hoffnungsvolle, dieses ja, Gefühl der Gemeinschaft, was sich in diesem Buch entwickelt hat, die Charaktere, die sehr tiefgründig war, auch die Geschichten, die innerhalb der Geschichte erzählt wurden, fand ich wunderschön. Mir war es aber halt einfach zu unglaubwürdig. Ich fand den Schreibstil sehr poetisch, ich mochte das wirklich gern und man hat ihre Liebe zu den Figuren sehr, sehr gespürt. Und das, dadurch lebt natürlich eine Geschichte, dadurch lebt eben auch dieses moderne Märchen, was man sich sehr wünschen würde, wenn man dann so denkt an und sie lebten glücklich bis an ihr Leben. Lebensende. Märchen sind eben Märchen und ich glaube hier eben auch, dass man so einen Hoffnungsschimmer am Horizont bekommen hat, wo aber leider doch immer wieder so eine Schwäche hervorkommt, wo man einfach als Leser, der eben auch politisch irgendwie mal eine Nachrichten sich anguckt, einfach immer denkt, ja, es ist schön und gut, aber, und alles von einem Aber gilt ja nicht. Und das ist so mein Problem, was ich mit dem Buch habe. Ich bin da hin und her gerissen, ob ich es eben einfach so als Märchen, als poetische Geschichte mit Hoffnung stehen lasse oder eben immer denke, Mensch, irgendwie hätte ich mir das ein bisschen anders gewünscht und ein bisschen echter. Also ich bin da in mir selbst hin und her gerissen. Es war aber ein schönes Buch und die Hoffnung, die es verbreiten soll, finde ich, die Hoffnungsgeschichte, dieser Funke, der ist auf jeden Fall übergesprungen und hat mir wirklich gut gefallen. Ich hatte Spaß beim Lesen, ich habe mich unterhalten gefühlt und muss jetzt einfach mit mir selbst wahrscheinlich klar werden, ob ich es als Märchen in Erinnerung behalte oder eben, ja, immer, ja, ich habe auch jetzt immer so gefühlt, immer so ein kurzes Schütteln und irgendwie, ich weiß auch nicht so richtig. Also es lässt mich so ein bisschen ratlos von meiner eigenen Gedanken sozusagen zurück, was ja gut ist, weil man denkt da natürlich über dieses Buch auch länger nach. Aber es fehlte einfach so ein bisschen was. Und dieses Es fehlte was war wahrscheinlich gerade das, was ich vielleicht gebraucht hätte, um hundertprozentig abgeholt zu werden. Und ja, ich bin unschlüssig. Ja, vor Unschlüssigkeit ging es dann Montag mit dem Leseclub-Buch weiter. Und zwar Lucinda Rileys Lavendelgarten, ein Buch, das 2013 im Goldmann Verlag erschienen ist. Kostet als Taschenbuch 10 Euro, als E-Book 9. Gibt es aber auch gebraucht günstiger. Ich habe meine Ausgabe, glaube ich, letztes Jahr bei Rebuy gekauft. Hat 510 Seiten. Und ich habe es leider abgebrochen nach 200 Seiten, also nicht ganz der Hälfte. Ich gebe ja ein Buch in der Regel so ein Drittel der Seitenzahl Zeit und habe aber hier tatsächlich dann nach 150 Seiten noch gesagt, so 50 Seiten gehen noch. Und ja, es ist das Septemberbuch im Leseclub. Ich packe den Leseclub in die Infobox. Da findet ihr ihn, glaube ich, auch tatsächlich immer. Er ist ein fester Bestandteil der Infobox. Und ich hatte mich gefreut, denn von Lucinda Riley schwärmen wirklich sehr viele Menschen, deren Meinung mir wichtig ist und auf deren Meinung ich auch vertrauen kann. Leider in diesem Fall nicht, aber ich glaube, dafür können die Menschen gar nichts, denn es ist einfach eine Kombination an Geschichte, die nicht so richtig meine ist. Und ja, wir treffen hier auf Emil,
Familie. Sie ist 30 Jahre jung, lebt in Paris, ist dort Tierärztin und wir treffen sie an, als gerade ihre Mutter verstorben ist und sie wirklich auch so in ein Trauerloch fällt. Und ja, sie aber gar keine sehr warmherzigen Gefühle ihrer Mutter entgegenbringen kann, weil ihre Mutter wohl auch kein sehr warmherziger und liebenswerter Mensch gewesen ist. Und Emilie muss sich nun um das Erbe kümmern, um ein Chalet und hat ja allerlei Geld geerbt bekommen natürlich und die Wohnung in Paris, glaube ich, auch und eine Bibliothek von ihrem verstorbenen Vater. Und man denkt zu Beginn, man hat hier eine starke, taffe Frau, die ja das Leben im Griff hat. Ich meine, sie ist Tierärztin in Paris. Ich meine, das macht für mich schon einen intelligenten Eindruck. Man merkt aber relativ schnell, dass Emilie gefühlt keine 30, sondern 13 ist. Sie ist sehr naiv, sehr dümmlich, sehr unentschlossen. Sie hält von sich selbst nicht allzu viel und ja, als sie dann eben auch noch beginnt, einen Fremden einfach so gefühlt blindes Vertrauen entgegenzubringen, da konnte ich sie überhaupt nicht mehr nachvollziehen. Und mich hat diese Frau ziemlich schnell sehr, sehr aufgeregt. Ich habe sehr oft mit den Augen gerollt und kam mir dann tatsächlich auch ein bisschen vor wie in einem schlechten Jugendbuch. Der zweite Erzählstrang, Lucinda Riley ist wohl dafür bekannt, dass sie das öfter so handhabt, beginnt dann im Jahre 1943. Und da kann man schon erahnen, wo der Knackpunkt für mich gekommen ist. Ja, genau, der Zweite Weltkrieg wird Thema. Und ich stehe diesem Thema in Literatur ja seit einiger Zeit sehr, sehr kritisch gegenüber und hatte wohl einfach irgendwann mal so einen Overflow, als ich unglaublich viel darüber gelesen habe, als ich eben das Böse ergründen wollte aus dem Zweiten Weltkrieg. Und es liegt einfach an mir, dass ich das Thema nicht ertrage, ich nicht mehr lesen möchte und ich es einfach nicht wusste, dass es hier um den Zweiten Weltkrieg geht, auch nicht in Erinnerung hatte, steht auch hinten nicht drauf. Allerdings geht jetzt eben dieser Erzählstrang, ich glaube, um irgendeine Tante oder Großmutter, Großtante, ich habe keine Ahnung, ja, was auch immer ihr da passiert, keine Ahnung, da hat ja dann bei mir die Geschichte so ein bisschen aufhören angefangen und wir erfahren so ein bisschen die Hintergrundgeschichte, wahrscheinlich dann auch der Familie und warum ihr Vater so war, wie ihr Vater war, ihre Mutter und sie und ja, was mich tatsächlich nicht sehr interessiert. Der Schreibstil war für mich unglaublich einfach. Er war kaum ausschmückend, er war für mich sehr lustlos, er war für mich auch teilweise sehr gefühllos und damit meine ich nicht, dass die Charaktere keine Gefühle empfunden haben, sondern dass die Autorin keine Gefühle ihren Figuren entgegengebracht hat. So hatte ich zumindest den Eindruck. Es wirkte sehr, sehr distanziert, man hat irgendwie kein Gefühl zu den Charakteren bekommen und ich habe auch keine Spannungen gespürt. Und außer Augenrollen waren das so die einzigen Gefühle, die ich irgendwie entwickeln konnte. Und ja, ich fand auch tatsächlich die Charaktere sehr unrealistisch dargestellt. Gerade Emilie, man hat hier eine junge Frau und mit 30 Jahren sollte man im Leben stehen. Und wenn man Tierärztin ist, hat man ja auch eine gewisse Intelligenz. Man hat studiert, man ist da umgeben von Menschen, also ja, und das war sie einfach überhaupt nicht. Und ich hätte mir tatsächlich ein paar Hinweise dazu auch auf dem Klappentext gewünscht, eben dass es um den Zweiten Weltkrieg geht, weil dann hätte ich dieses Buch auch gar nicht bei mir einziehen lassen. Ich fand auch der anfängliche historische Hintergrund, ich fand ihn nicht sehr gut recherchiert. Es waren so zwei, drei Dinge, wo ich mir dachte, ob das so historisch funktioniert, muss es nicht, aber in einem Buch, was eben historisch etwas auffängt, sollte es schon, weil sonst machen wir einfach Fiction und nehmen einfach einen erfundenen Weltkrieg her und nicht den zweiten. Ich fand es sehr langweilig, ich fand es nicht unterhaltend, mich hat Emilie unglaublich aufgeregt, es war sehr vorhersehbar, was so passiert und wenn man mit einer Protagonistin einfach nicht mitfiebern kann, dann macht das eben auch einfach nicht mehr allzu viel Sinn und nach 150 Seiten dachte ich schon, oh, jetzt sind wir im Zweiten Weltkrieg und wo soll das hinführen? Hab dem Buch dann eben noch 50 Seiten gegeben und ich mochte auch den Vergangenheitszeitstrang einfach nicht und hab's dann einfach abgebrochen. Es tut mir sehr leid, weil gerade in Leserunden oder gemeinsam lesen ist es schade, wenn eben einer aussteigt. Aber es lesen ganz, ganz viele natürlich weiter und sind auch zum Teil begeistert von der Geschichte. Zum Teil geht es manchen Leuten aber auch wie mir. Und ich bin froh, dass ich nicht alleine damit bin. Und ich bin eben so ein Extremleser. Entweder suchte ich wahrscheinlich was weg oder ich hasse es und breche es ab. Das kann durchaus sein, aber ich fackel einfach nicht lange. Wenn ich sage, nach einem Drittel hat mich das Buch nicht, dann was soll ich weiterlesen, was gibt mir das dann? Ich habe es beim Richard Layman ja ein bisschen bereut, dass ich es zu Ende gelesen habe, aber
ja, das, den Fehler wollte ich sozusagen dann im Lavendelgarten einfach nicht machen. Und es tut mir sehr leid, weil auch die Ausgabe eigentlich noch eine sehr schöne ist. Und ja, vielleicht werde ich sie dann auch einfach bei einem nächsten Unhaul sozusagen an Rebuy oder Medimops weiterverkaufen. Weil vom Zustand war das wirklich eine gute Ausgabe. Und auch von mir sind jetzt ja keine Leserillen oder irgendwas dazwischen gekommen. Und ja, schade, aber es lässt sich manchmal eben einfach nicht ändern. Dann ging es gefühlt katastrophal mit einem weiteren Buch parallel schon weiter. Und zwar habe ich neben dem Lavendelgarten begonnen mit Liebe findet uns von G.P. Monninger, ein Buch, das dieses Jahr im Juli bei Ullstein erschienen ist. Als broschierte Ausgabe ist es für 13 Euro zu haben und als E-Book für 10, hat 410 Seiten und wurde von mir bei circa 150 Seiten abgebrochen, was ja ein bisschen mehr als ein Drittel auf jeden Fall ist. Und ja, ein wunderschönes Cover, da gibt es überhaupt nichts zu sagen. Hat mich direkt angesprochen und auch der Klappentext. Ich habe mich sehr auf dieses Buch dann auch im Juli, August, glaube ich, bei mir eingezogen und dann auch gefreut. Und es geht hier um Heather, die mit zwei Freundinnen zusammen nach dem College nach Europa reist, sehr begeistert ist von Paris, sehr begeistert ist von Ernest Hemingway und sich auch auf die Spuren von ihm so ein bisschen begibt. Und schon hier den Eindruck macht, dass sie ein bisschen nicht die hellste Kerze auf der Krone ist. Und schon hier merkt man, dass sie nicht ganz die hellste irgendwie ist und ein bisschen naiv wirkt. Was mich wundert, wenn man dann später erfährt, dass sie irgendwie mit Bestnoten ihren College-Abschluss gemacht hat. Also ich finde diese Charakterzeichnungen irgendwie sehr widersprüchlich und merkwürdig. Und sie trifft dann in einem Zug auf Jack, der in einem alten Reisetagebuch seines Großvaters liest und die Orte eben ja im Grunde bereisen möchte. Und er wirkt halt zum Beispiel auch sehr, sehr überheblich, was es mir auch nicht sehr einfach gemacht hat, ihn zu mögen. Und beide lernen sich kennen und Dakar war eigentlich so der schöne Einstieg des Buches, so die ersten 50 Seiten, wenn sie sich so ein bisschen necken, flirten, kennenlernen, den anderen einschätzen, man das Gefühl hat, dass sie das sehr gut können. Und der Beginn war wirklich sehr, sehr schnelllebig, sehr modern, sehr frech. Und aber so nach 70, 80 Seiten war das dann gefühlt für mich irgendwie vorbei. Es hat sich vielleicht irgendwie abgenutzt. Ich habe keine so richtige Ahnung, was es war. Der Zauber flog irgendwie nicht über. Und ich habe diese beiden Charaktere auch nicht ganz nachvollziehen können. Und es wurde auch tatsächlich dann ein bisschen langweilig. Und auch diese Neckereien, die anfangs so lustig und frisch waren, irgendwann hat man gedacht, ja, jetzt habe ich es auch verstanden. Und es war dann halt auch irgendwann ein bisschen nervig. Und ich fand halt auch, dass die Charaktere sehr unrealistisch waren. Und ja, es ist ein Buch und ja, wäre es nicht langweilig, wenn man nur realistische Charaktere hätten. Ich gebe da absolut recht, das ist vielleicht ein merkwürdiger Kritikpunkt. Aber ich muss sagen, in der Gegenwartsliteratur erwarte ich eben einfach eine Charakterzeichnung, die irgendwie, ja, einfach passt. Und das ist irgendwie, ihr versteht, wie ich das meine. Und das war hier einfach nicht gegeben. Und ich mag es einfach nicht mehr lesen, wenn Frauen dümmlicher dargestellt werden, als sie sind. Wenn man hier eine College-Studentin hat, die einen tollen Abschluss hat, ja, sie kommt aus reichem Hause, es mag alles sein, aber die dann so naiv und dumm dargestellt wird und ich verstehe nicht, warum man das nicht endlich mal ein bisschen realistischer macht. Vielleicht gibt es solche Frauen, keine Frage, aber ich empfinde halt einfach, wenn jemand einen College-Abschluss mit Bestnoten, der kann halt nicht dumm und naiv sein. Für mich schließt sich das so ein bisschen aus. Und das, muss ich ehrlich sagen, verstehe ich dann einfach nicht. Und wenn dann eben so Reaktionen von ihr kommen, Gedanken kommen, wo ich mir denke, oh, das klingt wie eine 13-Jährige, das passt für mich nicht. Und dann kann ich auch mich nicht da irgendwie hineinversetzen. Und für mich war das Buch auch sehr holprig und es war auch irgendwie umständlich erzählt. Ich hatte so immer wieder so den Dachte, Mensch, das hätte man jetzt auch irgendwie ein bisschen einfacher, ein bisschen schöner, ein bisschen ausführlicher vielleicht machen können und nicht so umständlich und so holprig. Und ich hatte einfach dann, ich denke schon so bei 100, 120 dachte ich, oh naja, jetzt guckst du mal noch. Und wenn ich halt das Gefühl habe, da ist es halt dann sehr selten, dass mich eine Geschichte nochmal rumkriegt. Und dann habe ich eben einfach nach 150 Seiten gesagt, ach Steffi, das Leben ist zu kurz für schlechte Geschichten. Und ja, es tut mir leid, weil das Buch wirklich schön klang und ja, ich auch positive Stimmen dazu gehört habe. Ich selbst aber, ja,
ja, ich einfach dem dann nichts mehr Positives so abgewinnen konnte, was mir auch persönlich wirklich leid tut, weil ich will natürlich, dass mir eine Geschichte gefällt. Ich kaufe mir ja kein Buch und frage auch kein Rezi-Buch an, weil ich möchte, dass es mir nicht gefällt. Also dann hätte ich, ja, na, hätte ich hier nur Adult stehen. Also das ist ja nicht Ziel des Ganzen und es tut mir am meisten leid, dass mich dann ein Buch nicht packen kann. Und ja, ganz anders dann aber, ja, Bazar der bösen Träume von Stephen King. Zeige ich euch jetzt schon zum zweiten Mal, glaube ich, und wird auch nächste Woche noch Teil der Bücherwoche sein. Ein Buch aus dem Jahr 2016, als Taschenbuch ist es dieses Jahr erschienen bei Heine Verlag. Kostet als Taschenbuch 13 Euro, als E-Book 10 Euro, hat über 800 Seiten. Ich ziehe eine Geschichte ab, das ist der böse kleine Junge, den kannte ich schon. Und es beinhaltet eben 20 Geschichten und 19 neue für mich. Und ich habe jetzt nicht mehr allzu viel. Bin jetzt so auf Seite 666 und habe allerdings eine Geschichte ausgespart. Und zwar ist das Ur, eine Zeitreisegeschichte. Die habe ich, also knapp 70 Euro habe ich noch zu dieser Geschichte, weil ich die als letztes lesen möchte. Auf die freue ich mich nämlich am meisten, weil es eben irgendwie um Zeitreise gehen soll. Und laut Chrissy hat sie auch eine Anspielung zum Dunklen Turm. Und deswegen habe ich mir die eben markiert, dass ich die als letztes lese. Und hier ist auch mein kleiner Stephen King Lesezeichen wieder dabei. Und Stephen King hat diese Woche 70-jährigen Geburtstag gefeiert. Happy Birthday nachträglich von mir. Und ja, es sind angenehme Kurzgeschichten. Ich muss sagen, es ist jetzt keine dabei, die ich grottenschlecht fand. Ich fand wirklich, dass die sehr angenehm zu lesen sind. Man schafft auch gut eine am Tag oder eben auch eine verteilt auf zwei Tage. Und besonders gut gefallen jetzt innerhalb dieses Abschnitts hat mir Moral, eine Kurzgeschichte über ein junges Ehepaar mit Geldsorgen, die ein Angebot bekommen, das moralisch so ein bisschen fragwürdig ist, aber die Probleme der beiden eben verschwinden lassen könnte. Und das ist so eine Geschichte, die komplett frei ist von Grusel oder Splatter. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Es hat sehr, sehr gut funktioniert ohne Grusel. Und ich fand wirklich mit, dass bei dieser Entscheidungsfindung der beiden, dass das unglaublich spannend war, einen sehr mitgenommen hat, man auch die Konsequenzen natürlich sich überlegt und auch, was da passieren könnte. Und ja, man fragt sich dann zum Schluss, hätte ich auch oder hätte ich nicht? Und die Geschichte hat wirklich herausragend gut funktioniert und möchte ich jetzt eben auch einfach als eine Top-Geschichte aus diesem Abschnitt sozusagen hervorheben, weil ich die wirklich großartig fand, ich mir sie dann eben auch auf die Notizen geschrieben habe und die hat mir wirklich Spaß gemacht. Alle anderen waren auch okay. Es ist jetzt keine dabei, die ich bisher wirklich schlecht finde, weil dann würde ich das natürlich auch betonen. Ich glaube, jetzt in diesem Abschnitt war auch der böse kleine Junge. Nein, der war schon in der letzten Woche. Ja, hat mir gut gefallen, hat Spaß gemacht und ich freue mich in dieser Woche, das Buch dann auch zu beenden. Das möchte ich auf jeden Fall noch im September schaffen und ich denke, das ist auch auf jeden Fall machbar. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall aufs Weiterlesen. Und das war es auch schon mit den Büchern dieser Woche. Ich habe diese Woche auch noch ein bisschen in der Happy Way gelesen. Ich hatte sie euch, glaube ich, letzte Woche vorgestellt oder schon vor zwei Wochen, ich weiß gar nicht mehr. Und habe jetzt diese Woche in ihr geblättert, vornehmlich zweimal in der Badewanne. Und zwar Lebe, Liebe, Lache. Und das ist absolutes Motto. Und Lebe, Liebe, Unperfekt. Und es war wieder eine tolle Ausgabe, die mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. In der ich sehr viel mitgenommen habe. Ich mir auch ein bisschen was an Lektüre rausgeschrieben habe. Und auch das ein oder andere Rezept habe ich markiert. Und ja, es ist einfach ein Magazin, was mir auch immer wieder Spaß macht. Die kaufe ich ja eher sporadisch, so jede zweite, dritte Ausgabe. Immer wenn mich eben das hier vorne anspricht. Und ich finde, genauso sollte es auch sein. Und hat mir sehr viel Spaß gebracht und gehört einfach zu dieser Woche dazu. Dann gibt es den Sieger des Oktoberbuches in unserem Leseclub. Die Bücher hatte ich euch ja diese Woche vorgestellt und ihr hattet über eine Woche Zeit auch abzustimmen. Und die Abstimmung ging jetzt bis Freitag. Und ja, gewonnen hat Winterpiepe von Jennifer McMahon. Das ist ein Buch aus dem Jahre 2015. Und das werden wir ab dem 21. Oktober, glaube ich, lesen. Und ich habe es auch schon eingeteilt heute Vormittag.
Und das wird alles jetzt auch noch auf dem Leseklub nach und nach natürlich, werdet ihr das erfahren, wie eingeteilt, wann wir starten und sonstiges. Ich denke, das macht aber auch erst Sinn, wenn jetzt die aktuelle Leserunde vorbei ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf dieses Buch und es ist als Thriller ausgezeichnet, Wer die Toten weckt. Klingt für mich ein bisschen wie Friedhof der Kuscheltiere, soll aber nicht so sein, ist mir gesagt worden. Weil es natürlich auch mit Menschen wahrscheinlich eher spielt als mit Kuscheltieren, also den Haustieren. Einfach mal sehen. Ich bin sehr gespannt, freue mich auf dieses Buch, freue mich auf Ende Oktober und bin sehr, sehr gespannt, ob uns dieses Buch dann gefallen wird. Ja, das glaube ich so lesetechnisch. Dann habe ich in dieser Woche die zweite Staffel von The Paradise angeguckt. Ich war ja letzte Woche sehr, sehr begeistert von der ersten Staffel, die mich ja vom Feeling schon sehr an Downton Abbey erinnert hat. Nicht ganz rangekommen ist, keine Frage, aber es mir Spaß gemacht hat im Jahr 1870. Ich habe mich ja gefragt, was muss in der zweiten Staffel passiert sein, damit es keine dritte gab. Also zum einen fand ich schon, dass das Ende jetzt ein Ende ist, mit dem man leben kann. Es gibt keinen Cliffhanger in irgendeiner Art und Weise. Man könnte die Geschichte weitererzählen, muss es aber nicht. Und ich finde, dass das durchaus ein Ende ist, das wahrscheinlich auch so geplant war und einfach die Geschichte zu Ende erzählt war. Zum anderen muss ich wirklich sagen, wurde es ein bisschen Daily Soap mäßig. Also es gab da so Intrigen und der eine mit dem anderen gegen den anderen und dann wieder hinten und rum und wumm und auch so die Love Story, die so ein bisschen anstrengend war und ich mag eben keine Menschen, die sich verlieben, zusammenkommen und dann aber ständig aneinander zweifeln und das nimmt mir so den Reiz der Liebesgeschichte. Und das war mir in der zweiten Staffel dann doch zu weit in den Vordergrund gerückt und fand ich sehr schade und es war eine tolle Serie, auch mit der zweiten Staffel. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, es hat Spaß gemacht. Aber ich glaube, nach der zweiten würde ich jetzt tatsächlich keine dritte Staffel mehr angucken, weil es kann jetzt fast nur noch schlechter werden. Ich mochte nach wie vor die Schauspieler, gerade die beiden Hauptcharaktere fand ich großartig. Und es hat Spaß gemacht, es hat einen in eine wunderbare Zeit gebracht, in die Zeit, als eben das erste Kaufhaus entstanden ist, was die Menschen gedacht, gefühlt haben, in so einem Paradies eben anzukommen. Und ich habe auch letzte Woche schon gesagt, es fühlt sich für mich so an, wie ich das erste Mal eben im KDW war in Berlin. Und ich glaube, dass das eben früher tatsächlich öfter so der Fall gewesen ist. Und ja, das ist ja eine tolle Serie, kann man gucken, läuft auf Netflix und hat Spaß gemacht. Hatte 2x8 Folgen, glaube ich, zu jener Stunde und habe ich diese Woche eben auch sehr gerne mir angeguckt. Dann habe ich letzte Woche etwas entdeckt und zwar war bei uns in der Umgebung Sonntag verkaufsoffen und da war ich in einem so 1-Euro-Laden, in einem McGuides nennt sich das bei uns und ich habe da etwas entdeckt. Ja, ich glaube sogar nur für 55 Cent, deswegen durften 2 mit. Ja, ich bin einfach Sherlocked, ich kann es nicht anders sagen. Und zwar Sherlock Holmes, die alten Fälle Reloaded nach der Idee von Sir Arthur Conan Doyle, wo ja hier die Bücher tatsächlich alle stehen und noch keine gelesen habe, außer die Manga. Und ich habe mir mitgenommen Der Vampir von Sussex. Und ich habe mir auch ein zweites Heft mitgenommen, Der Baumeister von Nerwood. Ich kann es leider nicht lesen, weil da der Aufkleber direkt drauf ist. Und ja, es sind so Heftchen zu, keine Ahnung, 60 Seiten, relativ große Schrift. Also es sind wirklich so Heftchen. Ja, das hat hier sogar nur 60 Seiten. Und ja, hier Der Vampir von Sussex und Baumeister Norwood. Kriminalroman nach einer Idee, bearbeitet von Thomas Tippner. Und ich denke mal, dass das die Kurzgeschichten sind. Ich glaube, es gibt ja 64 Kurzgeschichten von Sherlock Holmes. Und dass man die eben ein bisschen neuer gemacht hat. Und ich bin neugierig. Also ich bin einfach neugierig. Ich weiß, theoretisch sollte man wahrscheinlich einfach das Original lesen. Und das steht ja auch da in so einem Wälzer. Aber ich werde jetzt einfach mal damit anfangen. Und die Heftchen haben früher mal 1,95 Mark gekostet. Nein, sogar schon 1,95 €. Also von daher, ja, für mich jetzt ein Viertel. Ich fände die sogar sehr praktisch, die vielleicht mit in den Urlaub zu nehmen. Mal gucken, was meine Urlaubsbekleidung dazu sagt. Susan, ist das was? Für zwischendurch. Wäre auch perfekt eigentlich fürs Handgepäck, weil es nichts wiegen würde. Ja, ich bin sehr gespannt auf eine Vampirgeschichte und hier haben wir irgendwas mit einem Anwalt, der in die Baker Street flüchtet und ja, ich bin einfach Sherlock und ich dachte, damit guckst du jetzt einfach mal, wie dir das so gefällt. Ja.
was da so draus wird. Ja, und dann habe ich seit Freitag, ihr habt es vielleicht auf Instagram und Facebook gesehen, das neue Album von The Killers, Wonderful, Wonderful. Ein Album, auf das ich lange, lange gewartet habe. Ich glaube, das letzte Killer-Album ist 5 Jahre her. Und vor etwas über 2,5 Jahren kam das zweite Single-Album von Brandon Flowers, der ja der Frontman der Killers ist. Und ich habe die Killers damals schon irgendwann in München gesehen und bin schon locker über 10 Jahre Fan von der Band. Das erste Album war, glaube ich, 2002. Und kurze Zeit später bin ich da eingestiegen, 2003, 2004, es könnte zum zweiten Album gewesen sein. Und ich bin ein riesen Fan und liebe die Songs und das sind wirklich Alben, die bei mir hoch und runter laufen. Und ich immer wieder Lust habe auf diesen Glamour-Pop-Rock aus Las Vegas und ich bin auch einfach ein absoluter Brandon Flowers-Fan. Ich liebe seine Stimme, ich liebe das, was er damit macht, wenn er singt und ja, für mich ist das großes Musikkino und ich habe ihn ja vor über 2 Jahren auch in Berlin gesehen in der Schöne Neue Welthalle und das Faszinierende da war ja, dass gefühlt keiner weiß, wer Brandon Flowers ist. Das ist nicht wie bei Robbie Williams und Take That, wo wenn Robbie dort steht, eben jeder weiß, der war mal bei Take That. Und es eine sehr kleine Halle war, die ich sehr schön fand in Berlin und wir waren auch nicht viele Leute und ich fand das toll. Es war ein grandioses Konzert. Und hat unglaublich viel Spaß gemacht und macht immer mal zwischen den Pausen bei The Killers eben ein Solo-Projekt, deswegen hat wahrscheinlich jetzt auch das Killers-Album ein bisschen länger gedauert und ich habe das Freitag früh gehört, noch im Bett, kuschelnd mit meinen Katzen und ich war sofort wieder in love und habe sofort gemerkt, wie sehr mir Brandon Flowers so gefehlt hat und mir haben schon die beiden Single-Auskopplungen gefallen, die rausgekommen ist und ein absoluter Album-Tipp wäre so, ich finde schon, dass das irgendwie so ein Glamour-Rock irgendwie ist mit so einer leichten Pop-Synthie-Note. Ich mag einfach auch die Stimme von Brandon. Also seit Freitag das neue Album von The Killers, was mir wirklich gut gefällt und ich denke jetzt auch die nächsten Tage, Wochen auf jeden Fall ununterbrochen gehört wird. Und es ist schön, nachdem ich so eine Phase deutscher Musik hatte, jetzt eben auch mal wieder was Englischsprachiges zu hören und macht mir sehr viel Spaß. Diese Woche startet am Donnerstag, am 28. endlich die Verfilmung von S, die Neuverfilmung, wenn man so möchte. Und ich bin mega, mega gespannt darauf, weil ich ja den Fernsehfilm von, keine Ahnung, den 80ern, den fand ich ja schon genial gemacht. Und bin sehr gespannt, was uns hier Neues bringt. Das ist ja zeitlich ein bisschen verschoben in der Geschichte. Und ich bin mega gespannt auf den neuen Pennywise und es ist auch noch Anfang Oktober ein Kingsiana Hangout geplant, voraussichtlich am 5. Und da dürft ihr dann einfach gespannt sein, haltet da auf jeden Fall die Augen und Ohren offen. Wir alle 4 Kingsiana werden da auf jeden Fall noch auf den Social Media Kanälen was erzählen. Ich denke auch in der nächsten Bücherwoche wird es dann fix sein und ich möchte bis dahin unbedingt auch noch es gesehen haben. Mal gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme. Die Woche ist ja eine Spätschichtwoche, das Wochenende ist so ein bisschen mit Geburtstagen verplant. Am 3. Oktober arbeite ich, muss mal gucken, wie ich das zeitlich hinbekomme. Ich freue mich aber auf den Film und auch auf das Hangout. Ich hoffe, dass ihr da auch wieder zahlreich dabei seid. Wenn ihr vielleicht schon auch irgendwie Fragen habt zu Stephen King oder keine Ahnung, was so ein bisschen zu den Kingsianern passt, könnt ihr natürlich gerne jetzt auch schon unter die Bücherwoche stellen oder natürlich uns dann auch unter den Posts auf Instagram und Facebook machen, wenn ihr da irgendwie jetzt schon sagt, das Thema würde euch mal interessieren. Und auf meinem Notizzettel steht nichts weiter. Ich glaube, ich habe auch lang genug gequasselt. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit meiner Bücherwoche. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr diese Woche so gelesen habt, was ihr so ein bisschen gemacht habt. Vielleicht auch Serientipps oder Filmtipps. Immer gern gesehen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Bücherwoche. Tschüss, eure Steffi.